Dieses Parfum hier macht Soleil de Feu von Tom Ford ernste Konkurrenz. Das ist der 303 von Bon Parfumeur. Ein Parfum, was ich mir jetzt einfach mal blind habe zuschicken lassen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin total überrascht. Und zwar hat dieser Duft hier die gleiche cremige Note wie zum Beispiel ein Soleil de Feu von Tom Ford, ist aber deutlich günstiger und hat außerdem einen sehr kreativen Twist von Rose und Piment, das heißt Nelkenpfeffer. Das heißt, dieser Duft hier hat einen sehr schönen, würzigen Auftakt, hat außerdem diese wunderschöne Rose im Herzen und allem zugrunde liegt aber die wunderschön cremige, balsamische, harzige DNA, die du zum Beispiel auch von einem Soleil de Feu kennst. Das heißt, wer Lust hat auf hohe französische Parfümeurskunst, der schaut jetzt gerne mal in die Kommentare oder in die Beschreibung von diesem Short. Da steht nämlich tatsächlich der Link zu diesem Produkt drin. Ich finde es absolut grandios, unbedingt mal testen und das ist eben der 303 von Bon Parfumeur.